Ja, als neulich vor kurzem eine Pandemie ausbrach, hätte niemand erwartet, was die ganze Welt draus macht. Anstatt ruhig zu bleiben, rational und strategisch zu denken, drängen Menschen zu Geschäften, kaufen Klopapier in großen Mengen, als Länge bei sich Schlangen und Hände waschen anfängt. Menschen langsam blanke Masken tragen, wie bei Fasching, weil nicht nur noch Social Distance, stay at home und trag eine Maske. Die ganze Welt auf ein Wundermittel wartet. Was ist, wenn ich sage, dass das Ganze nicht so schlimm ist? Ja, weil erste sind sie stimmig, das wäre gar nicht mal so misslich. Guck mal, ja, das Ding ist, Schweden ist weit offen, bei denen ist alles erschwinglich. Ein Technik-Freak will jetzt einen Impfstoff entwickeln, doch wissen wir, er war in indische Rechtsprozesse verwickelt, weil er Kinder dort geimpft hat und sie Lähmungen bekamen. Im schlimmsten Fall starben sie an Kreislaufversagen. Das Leben ist zu kurz, um abzuwarten, ist zu kurz, um sich auf hohe Ränge zu verlassen. Es gibt niemanden, der einen aufhält, und wenn es jemand tut, ja, dann ist es man selbst. Ja, ich will FREIHEIT, gefolgt von SOFORT, dass du genauso willst. Also hör zu, ich hol dich da raus. Ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hol dich da raus, du kannst immer auf mich zählen. Halte noch aus, ich weiß, die Zeit hier scheint still zu stehen. Doch schon bald werden wir in Richtung Freiheit gehen. Ja! Gates ist ein Verbrecher und tut sich Wohltäter schimpfen. Im Endeffekt möchte er 7 Milliarden Menschen impfen. Gates doch, das ist so bescheuert. Ich schätze, das wird für ihn teuer, denn er spielt mit Feuer. Am liebsten würde ich diesen Penner kurz im Klein schlagen und damit zum Sturz Goliaths beitragen. Rund um die Welt will man sich den ganzen anschließen. In Amerika gibt es dafür eigene Milizen. Wladimir Lenin, Gandhi und Luther King zeigten, dass man alles kriegen kann, wenn man's will. Wenn wir nicht nach dem greifen, was wir wollen, enden wir ein System ohne Rechte, aber voller Kosten, wo wir alle an diversen Krankheiten leiden werden. Langs in einen grauen Zahnrad still verderben, denkt an eure Kinder, die alle gechippt werden, wo gewisse Leute mit einer eisernen Faust herrschen. Das Leben ist zu kurz, um abzuwarten, ist zu kurz, um sich auf hohe Ränge zu verlassen. Es gibt niemanden, der einen aufhält, und wenn es jemand tut, ja, dann ist es man selbst. Ja, ich will FREIHEIT, gefolgt von SOFORT, und dass du genauso willst. Also hör zu, ich hol dich da raus, ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hol dich da raus, du kannst immer auf mich zählen. Halte noch aus, ich weiß, die Zeit hier scheint still zu stehen. Doch schon bald werden wir in Richtung Freiheit gehen. Ja, wieso wollen Menschen immer Kontrolle haben, jemanden zu formen nach den eigenen Rahmen, egal ob Freunde, Bosse, Unternehmen oder eine Regierung, als wären wir Kinder mit einer schlechten Erziehung. Probiert gern mit jedem, der das tut, kurzen Prozess machen unter Überzeugung, wir können alle etwas Großes schaffen. Wir haben nichts zu fürchten, außer die Furcht selbst. Mit Liebe kann man niemanden steuern, doch mit Furcht schon. Stellt euch mal eine Welt vor, wo es keine Lügen gibt, keine Furcht, keine Bühnen und kein Krieg, wo wir alle Hand in Hand leben und jeder sich liebt, wo wir alle glücklich sind in einer Utopie. Wenn keiner was tut, übernimmt die Machtmaschinerie, unser Essen verpestet mit kaschierter Chemie, mit Tierquälerei, Geldsorgen, wo wir nicht zu Wort kommen. Kurz gesagt, eine totalitäre Kontrolle. That power is there. Once you let go of the fear of what other people think, you can speak to 100 people or 1 million people. It doesn't matter. Because the dynamic has changed. The dynamic now says, this is my truth. Ich hol dich da raus, ich glaub an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hol dich da raus, du kannst immer auf mich zählen. Halte noch aus, ich weiß, die Zeit hier scheint still zu stehen. Doch schon bald werden wir in Richtung Freiheit gehen. Ja, Bro, Juni 2020. Unterstützt mich auf Buy Me a Coffee oder auf Patreon. Folge mir auf Instagram oder abonniere mich auf YouTube oder like das Video. Was auch immer. Hauptsache irgendwas.